Okay, wieder eine Episode geschafft. Wieder Jumakul Ortikov. Dies ist Wahnsinn. Er wird sich umbringen, während er im Dunkeln seine Mutter sucht. Ich werde ihm den Weg leuchten, um ihn in Sicherheit zu bringen. Emilio, would your mother let you risk your life like this? You can ask her when we find her. Come on! Der leitende Lichtschein. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal hier unten das Schild an. Das sah ja nicht allzu vielversprechend aus, was man da unten so gesehen hat. An den Fässern und so, ne? Das war nicht so gut. Zutritt verboten. Dieser Schacht war einst eines der pinken Löcher. Das ist also so ein pinkes Loch, was er vorhin sagte. Das habe ich nämlich nicht ganz verstanden. Seit dem 29. August 2002 sind die Hunderten von Tonnen auf der alten sowjetischen Testzoneninsel Rebirth Island oder Ostrov Vosrosdenia begrabenen Milzbrandsporen, bitte? Mit Hilfe von gründlicher Bleichung vernichtet wurden. Dies wurde möglich dank eines Teams von 113 Personen, geleitet von Brian Hayes, Ingenieur und Mitglied vom Gefahrenbeschränkungsabteil der Vereinigten Staaten. Der Milzbrand war nicht die einzige Biowaffe, die auf dieser Testinsel benutzt wurde. Sie war aber die einzige, die 10 Jahre in dem harschen Klima dieser Insel überleben konnte und hätte auch noch ohne Probleme weitere 100 Jahre überstanden. Es ist eine sehr anpassungsfähige Plage, insbesondere diejenige, die hier verwendet wurde. Die ursprünglichen Schöpfer haben schon zweimal versucht, sie zu vernichten. Wir hoffen, dass wir es nun letztendlich geschafft haben. Die Vosrosdenia-Reserven sind zumindest nicht mehr potent genug, um von Feinden der freien Welt gestohlen und als Waffe benutzt zu werden. Eine Wiederansiedlung auf dieser Insel liegt jedoch mehrere Jahrzehnte in der Zukunft. Die Amis, das ist unglaublich. Also ich denke mal, da wird wohl schon irgendwas dran sein. Hier auch After Us the Flood, ja, ja, so kommt mir das auch vor. Ich meine, es ist natürlich logisch, dass die CIA sich dann einen Bereich sucht, der ein bisschen abgetrennt ist, ne? Also eine Insel, von der die Krankheiten dann nicht runter können. Und da ist wahrscheinlich das Klima hier wirklich perfekt. Trotzdem ist es schon ziemlich krass, was die alles machen. Ostrowska? Hallo? Ostrowska! Do you hear this? Upstairs. I'm heading up a level. Boost me up. Na klar. Wieso nennst du deine Mutter eigentlich Ostrowska? Kannst du ihm helfen? Ah, okay, ich muss noch Space drücken. I could use some light up here. I will provide. Moment, ich kann offenbar nicht durch das Gitter durchleuchten. Geht das so? Nein? Hold it there. That beeping could be her. Or a clue. Okay. Great. Right there. Ja. It's coming from right above me. Whoa! Ich helfe dir. Are you well, Emilio? Alter. Why'd they cover it up? If they had not, you would have fallen into the borehole and kept falling halfway to the center of the earth. Let's go. We're gonna find another way up. Du bist schon ein bisschen gestört im Kopf, oder Junge? Na gut, kannst du ja froh sein, dass da das Gitter davor war. Hoch mit dir. Warum auch eine Leiter benutzen? Wäre zu einfach. Da halte ich mich doch lieber an ihn hier. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt lang? Hier sieht es nicht aus, als ob es weitergeht. Kann das sein? Nee. Probieren wir es mal mit dem anderen Weg. Der alte Mann ist natürlich nicht allzu mobil. Wir können auch nach unten, habe ich gerade gesehen, aber ich schaue mich erstmal ganz kurz oben um. Da haben wir schon wieder ein Zettelchen, siehst du mal. Aber erstmal schaue ich kurz hier rein. Ah, hier geht's gar nicht rein. Okay. So, da schauen wir mal, was hier für ein Zettelchen ist. Ich nehme mal an, über diese ganzen Schriftstücke wird dann wohl auch ein bisschen von der Story und vom Hintergrund erklärt werden dabei. Liebe Oma, ich habe die Waren in den dritten Stock von deinem Bohrschiff geliefert. Es war ziemlich viel Arbeit, sie da hochzubekommen, aber sollten sie vor Plünderern sicher sein, bis du zurückkehrst. Die Teile sind von Schwarzmärkten wahrscheinlich, aus der ganzen Region eingesammelt. Und das Resultat ist keine optimale Kombination. Du wolltest digitale Zeituhren, und die habe ich gebracht. Aber die Detonatoren sind nicht dafür gemacht, Zeituhren zu gebrauchen. Also müssen beigelegte Anweisungen gründlich befolgt werden. Falls deine Mission wirklich ist, was gesagt wird, könnte es sein, dass viele meiner Konkurrenten um den See herum vertrieben werden. Die Zeituhren sind mein Dankeschön dafür. 28. April 2012.
Ich nehme an, das war ein Brief an Ostrowska. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sie schon so alt ist. Aber gut. Dann habe ich das mit der Sohntochter wahrscheinlich falsch verstanden. Wahrscheinlich ist es dann nicht seine Enkelin, sondern seine Schwiegertochter. Kann das sein? Wer weiß. Wir werden es bestimmt noch erfahren. Also, da ging es um die Bomben. Die waren also nicht optimal. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch hochgegangen, bevor sie es sollte. Können wir hier den Schaltkasten bedienen? Nein. Können wir hier überhaupt was machen, ist die Frage. Hier ist ein Seil. Wo ist denn der Junge? Steht er? Warte mal, steht er noch da drüben? Am Ende müssen wir ihm wieder jetzt leuchten, damit er den Weg findet. Ja, tell me now, who is that man? Der steht tatsächlich noch. His name is Nikolai Sitkin. I heard of him first in 1995, when he ran his drill ship aground on the coast of Vozrozhdeniye. This ship? Interest. Sitkin was an embarrassment for the oil industry. So, he thought he could be an environment hero instead. He said this was the perfect place to drill for water. The first time I met Nikolai Sitkin was in 1999. He came to my house along with his assistant, your mother. Whoa! He's Ostrovska's boss? I said that the sea was gone forever, and that was it. If your father had only shared my sense. You think there's something off to the right? How can I know? Well, think. Think, also sollen wir jetzt quasi hingehen und ihm leuchten, damit er es nachschauen kann. Okay, Nikolai ist think also... inside the box. Wir dachten uns schon, er ist also der Boss von Ostrowska. Gut, dass er der Boss ist, musste jetzt nicht unbedingt sein, aber that almost worked. Zumindest ein Kollege. I'm coming. Hang on. Oh, jetzt kommt er auch mal von well, alleine hoch. So hard. Wait, let me... Emilio! Dieser Junge. Die geborene Unvernunft. Aber wir kommen nicht hinterher, um ihm zu leuchten. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie wir da jetzt hochkommen sollen. Wir können ja auch nichts... Oh ne, das hatten wir schon. Wir können ja auch nichts verschieben hier. Das ist das... Ach so, wir sollen ihm rüberleuchten. Okay. Und jetzt? What did you find? Explosives. Careful. Chill out. It's mostly empty grenade shells. Lots of them. That's an old timer beeping. No bomb attached. That's odd. There. Where could the actual explosives have gone? Help me out here. Search time. Du schmeißt alles durch die Gegend hier einfach? Ja, ich würde gerne rüberkommen, aber ich kann nicht. Das ist das Problem. Was soll ich denn machen? There was something here. Another box? Filled with explosives. Da. Did they push it off the floor? Okay, also nochmal runter und nachschauen wahrscheinlich. Kleine Mini-Puzzle hier sozusagen. Ich weiß noch nicht so genau, in welche Richtung das Spiel denn so gehen wird von den Herausforderungen her. Es hatte eine interessante Beschreibung. Also ich weiß gar nicht mehr, wie genau die war. Aerosy Platform Thriller oder sowas war das, glaube ich. But what then? There are no marks on the ground. Wahrscheinlich durch das Gitter, auf dem du stehst. Of course not. Wow. Es hatte wohl Erfolg. Reporting from the drill ship. Something has happened here, but this is not the RLC. It is, however, too late for us to fail. If you're still alive in a couple of minutes, I will rendezvous with you there. Our baby must be put to work. Heading down now. Goodbye. Part 2. Elena.
Nikolai Sitwin, der Boss von Ostrowska. Der Wasserstand ist zu niedrig. Ostrowska blieb umsonst da unten. Ich muss zu ihr in den Schacht zurückkehren und ihr helfen, den Auftrag zu beenden. Meinst du, sie lebt noch? Ich meine, dort unten ist alles überflutet gewesen und sie ist unten geblieben. Sie muss da erstickt sein. Ein Fischessohn. Wow. Klar, okay, das war definitiv falsch, wie es scheint. Drücke Space, um den Haken herauszulassen. Na, das wird ja witzig. Okay. Funktioniert das? Du musst natürlich auch nach unten gehen. Achso, ich kann ihn auch wieder hier lassen dann. Nein, das wollte ich gar nicht. I can't. I cannot even reach it. I... Stroska. Oh. Das war's wohl nicht, was ihr wolltet. Aber ich kann es eigentlich nur hier drüber werfen und dann runterspringen. Aber das will er nicht machen. Ach, okay, ich soll hoch. Alles klar. Mr. Sitwin? Ortikov, what is it? I was just wondering if I could have this Sunday off? No. I am sorry, Mr. Sitwin, but the whole team is here. You have 22 strong men here. Surely you can be without little me for one day. Why? I am in love, Mr. Sitwin. Then no. You will not leave the dry basin. Wrestles are back any day from the second probe, and then we will need everyone here on a heartbeat's notice. Well, that won't be a problem, Mr. Sitwin. I want to stay here. And if anything happens, I promise I will help. I just want the day off. Okay, ich nehme mal an, Alterbeck wird dann wohl Ostrowskas Freund gewesen sein, vielleicht? Kann das sein? Die Frage ist, was müssen wir jetzt machen? Was ist das eigentlich für ein... Oh, okay. Das hat interessanterweise funktioniert. Für ein seltsamer Haken, wollte ich sagen. Wait for me, Ostrowska. I'm going as fast as I can. You can count on me. Das hat mich jetzt noch ein bisschen überrascht, dass das tatsächlich geklappt hat, dass da oben ein Loch war. Ich habe eigentlich nur den Haken mal wieder auspacken wollen, um zu zeigen, dass er noch da ist, sozusagen. Hm. Vielleicht hier rüber? Ah, okay. Schwierig, kompliziert mit dem Haken umzugehen. Aber ich glaube, wir werden uns schon noch dran gewöhnen. So zum Beispiel. Oh, ich weiß nicht, ob ich runter sollte, aber ich mach's einfach mal. Hier kommen wir aber auch nicht hoch. Vielleicht probieren wir es nochmal mit dem da oben. This is where the dead ships duel. Ja, was anderes als tote Schiffe gibt's hier ja auch nicht. So, probieren wir es gleich nochmal hier an der Ecke. Nein, ich will mich gar nicht dort dran haken. Nein, bitte nicht da oben. Ach Mensch. Die Physik ist ein bisschen merkwürdig mit dem Haken, muss ich sagen. So, aber vielleicht kriegen wir es ja noch hin, uns ein bisschen dran zu gewöhnen. Okay, jetzt haben wir es wieder. So, hoch. Können wir das hier irgendwo dran werfen? Ja, sehr gut. Okay, dann kommen wir schon mal darauf. Vielleicht schaffen wir es ja noch bis aufs Deck hinauf, aber er will irgendwie nicht hier lang, ne? Das ist ja ärgerlich. Gut, hat er sich alles gebrochen? Passiert. Ich kann mich aber auch dort nirgendwo dranhängen. Ja, da wirft er dann zu sehr nach oben. Senkrecht. Und dort ist nichts. Diesen Vorsprung, den kann ich nicht nehmen. Komisch. Wo soll ich denn dran? Also es ist ja schon auffällig, dass ich da oben an diesen Vorsprung dran kann. Ach, Mensch. Nee, mach doch nicht so doll. Och, Junge. Oh. Das ist aber auch blöd gemacht. Es ist gerade so, dass man ganz knapp nicht da oben dran kommt, ne?
So, da drüben ist halt auch nichts. Ich weiß nicht so richtig. Kann ich vielleicht da irgendwo hinwerfen? Nein. Schwierig, schwierig. Es muss noch einen Grund haben, dass wir uns da drüben dranhängen können. Hier geht nichts. Und da geht's bloß wieder an die Stelle, an der wir gerade eben schon waren. Die mir aber nichts bringt, oder? Es sei denn... Ach! Ah! Bingo! Wir können uns schwingen damit. Ja, jetzt hängst doch mal bitte an die Kante da drüben. Dankeschön. You're free, Dead Man. Stand da noch. Wollte ich mal so vorgelesen haben. Ja, damit musst du leben, dass du dich jetzt öfter mal aufs Maul legst. Ich meine, ich steuere dich, da musst du damit rechnen. Okay, ich glaube, an ihn muss ich mich ganz stark gewöhnen, an seine Steuerung. Das wird nicht so einfach, glaube ich. Aber zumindest haben wir jetzt schon mal das größte Geheimnis rausgefunden. Wir können uns also auch schwingen. Manners, Portico. Have I ever called you by your first name? You may if you want to. It's Aldabeck. I know. I have a question for you. All right, I will help you. If you were a ship, what ship would you be? You came up here to... Back down you go, Portico. Back to work. I would, really, but I'm terribly afraid of heights. Das hat mich gerade extrem an Was guckst du damals erinnert. Da gab es auch immer solche Sketche. Wenn du Schiff wärst, was für ein Schiff wärst du? Und so lauter solche Dinger. Aber wir haben gerade schon gehört, er heißt Ortikov mit Nachnamen, der Alterbeck. Das heißt, das ist tatsächlich wahrscheinlich der Sohn vom alten Ortikov. Kommen wir hier runter? War das so gedacht? Nein, war es nicht. Ich habe mich schon gewundert. Okay, aber da können wir uns einhängen. Das heißt, wir können uns ja ablassen. Müssen wir hier irgendwas machen? Vielleicht zu ihm hochkommen? Und jetzt rüber ans Netz dort, hä? Ah. Funktioniert soweit. Ich glaube, wir sind richtig. Ich weiß nicht, warum er hier dran herumkrebst, aber er wird schon seine Gründe haben, nehme ich an. Momentan befremdet es mich aber doch ein bisschen, dass er hier so durch die Gegend springt. Oh, das war gar kein Vorsprung dort. Egal, es hat funktioniert. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es wahrscheinlich nicht das... Juliana, I meant to ask you. How many breaths have you drawn today? Breaths? I don't know. Why breathe if you don't have time to notice? How many breaths have you taken today, Ilan Ortikov? Der Junge ist ein bisschen seltsam, der Alterbeck, kann das sein? Das sind so Fragen, da könnte ich mir vorstellen, dass ein Autist die sich vielleicht stellen würde. Aber normalerweise fragt man sich sowas ja nicht. Nee, ich wollte sagen, ich kann mir vorstellen, dass es nicht das Bequemste ist, auf einer abgeschälten, verrosteten Außenhaut von einem Schiff zu landen. Count to seven. Okay, das funktioniert. Schön. Die Frage ist, nach links oder rechts jetzt? Okay, wir müssen wahrscheinlicherweise da oben drauf. Zu kurz. Jetzt recht? Ah, sehr gut. Oha, das kommt gleich runter. War das so gewollt? Ich glaube schon, ne?